Moin Moin und zurück zu Darkest Dungeon mit dem Ulver. Moin. Und meiner verpeilten Wenigkeit. Ja, es ist jetzt schon wieder fast 5 Wochen her. 5, 6 Wochen, dass wir gespielt haben. Aber ich hoffe mal, wir haben nicht alles vergessen oder ich habe nicht mehr alles vertrödelt. Wir gucken gerade mal, was wir hier noch haben beim Stagecoach. Wollen wir irgendwas davon nehmen? Ich hätte ja schon einen potenziellen Kandidaten für den Abomination. Witzigerweise. Nein. Nein. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber im Moment muss ich sagen, ist mir das ein bisschen zu riskant. Taugt der Aberlest was? Taugt der Aberlest was? Nein. Oh. Das ist eigentlich Nein. ganz... Nein. Melee-Skills. Willst du den mit der Armbrust aufs Maul Nee. Ja, du kannst ja immerhin die Armbrust ins Gesicht kloppen, wenn gar nichts mehr geht. Nee, du hast recht, nee, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Der Junge kann gar nichts. Heldin haben wir ja eigentlich, unsere Evil. Ja, Bounty Hunter wäre vielleicht noch interessant. Stimmt, ich glaube, wir haben gar keinen. Wir haben keinen. Ah, doch, wir haben einen Bounty. Den Rikun haben wir. Wir haben einen Bounty. Gucken wir uns den mal an. Thin Blooded und Early Riser. Blight Resist. Ja, gut, das ist eigentlich Schmutz. Was kann der andere Bounty? Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht im Einsatz gehabt. Ne? Ich glaube noch nicht. Ja, gut. Okay, der ist aber besser. Ja, eigentlich. Gerade okay, die 10 das Damage ist, ne, ist okay, ja. Okay, ja. Okay. Gut, ich glaube, dann lassen wir es da erstmal dabei. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ein paar Charakteren ein paar neue. Nicht neue Skills beschert, aber wir haben ein bisschen was hochgepusht. Die wichtigsten Skills haben wir. Ja, also bei Evil haben wir quasi überall nochmal ein Update drauf, wenn ich das recht im Kopf habe. Gut zu sehen, auch an der 2 unter dem Skill. Das heißt genau. Nämlich, dass der ja. Level 2 ist. Okay, nee, das weiß ich nämlich nicht, das stimmt. Also da haben wir alles 1 hochgebracht. Genau. Hat auch einiges an Geld gekostet, ich hoffe mal, das lohnt sich. Das wird super. Das wird super. Du bist immer so positiv. Ja. Während du neben mir sitzt. Du weißt, was das heißt. Mhm. Deswegen. Ja. Okay, ich würde sagen, alles andere haben wir jetzt eigentlich offscreen gemacht. Sollen wir es angehen? Du weißt, du nicht lassen kannst. Ich bin mir nicht sicher. Und wir haben auch unsere Gruppe schon mal zusammengestellt, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch ein Level 2 für Evil raushauen können. Genau, es wäre sinnvoll, die Charaktere nicht zu überleveln, weil ab Level 3 ist es dann unter ihrer Würde, in Level 1 und 2 Dungeons zu gehen und dann oh. wird es irgendwo kindisch. Ja, das heißt, wir kriegen dann irgendwann Probleme, überhaupt irgendwo reinzugehen. Ja, du musst halt gucken, dass du alle so ungefähr gleichmäßig hochlevelst. Klingonisch. Wir wollten jetzt in die Warrens, ne? Wegen dem Eldritch. Ja, das ist das einzige Item, was nicht komplett scheiße ist im Moment und Beats könnten wir auch brauchen. Insofern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Drück doch mal auf den Knopf. Knöpfe drücken kann ich. Das weiß ich. Das nur wenn es um Schaufeln geht, dann ja. So Short Run. Ich würde, wie viel wollen wir mitnehmen? 8? Also 8 oder 12. Aber 8, wir haben nicht so viel Geld, wir müssen ein bisschen haushalten jetzt. 2 Schaufeln oder 3? Nimm 2 mit, das müsste Zwei. Also ein bisschen sparen. 2 Bandages. 2 Keys. Ja, du machst das schon. Ich such mal die Keys. Ich mach das schon. Boah, ich weiß nicht. Ich bin da echt immer voll unsicher. Shovels brauchen wir aber auf jeden Fall. Shovel Knights. Will ich acht? Weißt Torches? Du nicht, was du willst? Shovels, Torches, ja, ist egal. Ich nehme mal 8 mit oder 10. Ja. Ne? 6 Wochen her, schon wieder alles vergessen. Du kriegst das schon hin. Ich krieg das hin. Gut, ich nehme jetzt wahrscheinlich von allem zu viel mit, aber okay, ich würde sagen, wir sind bereit. Passt das noch oder soll ich irgendwas noch? Das ist ein bisschen viel, aber okay. Ja, was? Passt schon. Wenn ich noch irgendwas rausholen kann? Lass, wie es ist. Okay, dann würde ich sagen, go. Du sagst das immer so, Fragen, du bist hier die Metanois, also mach einfach hin. Ja, aber du bist der Teacher, du weißt Bescheid, während ich... Stopp, davon war nie die Rede. Was? Ich amüsiere mich nur hier über deine Nein. Fails, das ist was Nein. völlig anderes. Boah, das ist eine völlig andere Ausgangslage. Ja, okay, das heißt, hier müssen wir eh einmal rum. Ja. Ich würde fast hier runtergehen, da runter und dann halt hier nochmal hoch, ne?
Hast du jetzt die Maus eigentlich mitten in der Aufnahme? Ja, ne? Ich hoffe es, ja. Das war nämlich ein guter Tipp vom Exilian, dass wir hier die Maus mit reinnehmen. Ja, was leider jetzt 6 Wochen gedauert hat, bis wir es umgesetzt haben, weil wir Puls ja, aufnehmen. Aber hey. Aber trotzdem vielen Dank dir, Rack of Blades. Rack of Dull Rusty Knives. Der covered in Fresh Blood. Das ist nicht schön, das heißt, da könnten wir uns definitiv was holen. Ist die Frage, wie war das... Was würdest du machen, wenn du ein rostiges Messer anfassen müsstest? Reinigen. Ich weiß bloß logischerweise nicht ganz mit was. Ich würde einen Lappen nehmen. Bandages? Mhm. Okay. Macht Sinn! Macht Sinn! Ja. So, warte mal. Das ist immer so das Ding, du kannst in den Rollins mit deutlich weniger Essen auskommen, weil du es viel Essen findest, wenn du Glück hast mit den Kurios. Okay. Kannst aber auch Pech haben und verhungern. Ja, Scouting, okay. Ja, gut, das war klar. Dann gehen wir erstmal hier runter. Ja, würde ich schon sagen. Kannst du nicht in die Falle latschen? Kriegst du das hin? Ja, das kriege ich das hin. Super. Das kriege ich so. Wer hat denn hier 70? 60, 90. Dann nehmen wir doch ihn, ne? Hm. Oder nicht? Das war schon wieder so... Was denn? Alles in Ordnung, Mann. Drück dich ab. Oh. Stellst dich wieder an? Was ist das? Ey. Voll fies. Was? Powerful Likör? Da ist da irgendwas noch drin. Das ist schwarz gebrannter. Schnaps, Mondschein. Okay, was macht der? Ich würde jetzt ein Anti-Venom reinschießen, aber ich weiß nicht. Kannst du machen, ist aber falsch. Herbs? Warte mal. Okay, ich versuch das jetzt mal. Das ist doch cool, okay. So, da war kein Fight drin, also kann ich hier rein. So, die Räume müssen wir eh mitmachen, also jetzt einfach wieder zurück. Jetzt ist da ein Fight drin! Ja. Dann ich meine Fackel nehmen. As the light gains purchase, spirits die are lifted. Spinne! Ist das widerlich. Das bringt mir jetzt nicht so viel, weil es nicht viel Schaden macht. Versuch mal so eine Spinne, ob du die killen kannst. Ich würde einfach nur mit dem drauf. Be gone, ja, passt doch. Super. Die haben auch nicht. Die haben nur 7 HP. Wenn ich den jetzt nehmen würde, 6 bis 12, ja, ich würde es einfach machen. Müsste reichen, ne? Ist nicht! Ich liebe das. Ja, hex die halt. Jetzt Leute heilen bringt nichts. Also. Oh Mann. Ja, und Evil haut einfach nur drauf, würde ich sagen. Ja. Das kann sie wahrscheinlich am besten. Ja, auf jeden Fall. Mann. Es ist aber krass, das war mir vorher auch nicht klar, dass wenn du durch einen Raum gehst, dass dann nachträglich nochmal Battles spawnen. Wenn du jetzt einen Schritt rüber Richtung Room Battle gehst, kannst du das Kurio mitnehmen und dann oben rum weiterlaufen. Ah, ja, also... Ja, einfach, genau. Einfach da rein und wieder raus, ne? Ja, nimmst du die Fackel mit und dann rückwärts, gell? Ja, genau. Wealth beyond measure. Das ist auch geklärt. Ist halt schade, dass das so stresst, aber das macht's ja beim normalen Weg auch so. Obenrum halt. Genau. Ne? Genau. Kannst du den Rest nämlich mitnehmen. Okay. Dann ist das halbwegs effizient sogar, was wir hier machen. Ja. Das finde ich halt echt krass, wenn du dann so richtig lange Runs hast und du musst dann irgendwie im Kreis gehen oder so. Oh, das war diese Schweinshaut, ne? Ja, looked like a stretch and tanned human flesh. Oh, das ist keine Schweinshaut, das ist eine menschliche Haut. Ja. Herbs? Anti-Venom, will ich das überhaupt? Das ist jetzt so eine Chancengeschichte. Ah, nee. Was macht's, wenn's gut läuft? Du kriegst einen positiven Quirk. Wenn's scheiße läuft, krieg ich einen schlechten. Ja, oder Stress. Okay, was kann... passiert überhaupt nichts. Einfach so? Einfach so. Okay. Ich glaube, nichts ist passiert. Ist in dem Fall sogar ein relativ guter Ausgang. Das bringt uns halt nichts, weil der überhaupt nicht gestresst ist, der Knabe. Aber hey.
So, da ist auch nichts drin. Obstacle und Curio. Oh, das hatten wir noch nicht, oder? Shamblers Altar. Sacrifice of Fire is the gate to ruin. Place a torch if you crave the void. Okay, das heißt, wir könnten eine Torch reinstecken, ist aber die Frage, was das Ding tut. Ja, es öffnet das Tor zur Ruin und schmeißt dich in die Leere. Das ist also nicht so geil. Weiß ich nicht, ob du das willst. Nee, ich glaube nicht. Wäre halt für mich die Frage, ob da auch was Positives rauskommen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Naja, die Aufschrift sagt, ja, öffnet das Tor zum Ruin und dann kommt da noch was mit der Leere. Man könnte jetzt sagen, ja, Leere ist schön, dann habe ich wieder Platz, aber... Oh. Schaufeln, pass auf. Bin ich gut oder bin ich gut? Man muss sich auch über die kleinen Sachen freuen. Ja, genau. So eine Fackel an, bevor du da reinläufst? Ja, auf jeden Fall noch eine. Zwei reichen, okay. So, Room Battle, was kommt? Ach, warum dürfen die jetzt schon wieder zuerst? Hör doch auf, spuck jemanden anderen an, bitte. Ja, super. Wow. Okay, ich nehme alles zurück. So, wer muss, die zwei müssen zuerst weg, ne? Ja. Er oder er zuerst? Ich könnte einfach, ja, ich könnte den machen, weil das trifft zu beide, ne? Genau. Ist doch ganz nett. So, mit dem können wir jetzt aber, okay. Du kannst sogar den dritten angreifen mit dem. Ja, das würde dich fast machen, glaube ich. Ja, würde ich auch tun. Weil, marken müssen wir den jetzt nicht, es sei denn für den Hund. Aber es macht ja wenig Damage. Nee, das ist, markt auch dich selber und nicht den. Ach so, okay. Ja, nice. Das ist schon mal gut. Boah, Igitt, dem kommen die eigenen Knochen aus der Fresse, ey. Kannst du den hinteren angreifen, Houndrush? Ja. Au. Das ist doch schon mal gut. Was denn das? Okay. Dann würde ich jetzt... Okay, wer müsste denn als nächstes weg? Wahrscheinlich die Sau hier, ne? Die Sau hat halt... Oh, guck mal, ob du den Wurm tot kriegst. Wenn du den Wurm tot kriegst... 9 bis 18. Ja. Geil! Die Sau hat halt viel HP. Jetzt haben wir aber wirklich nur einen, der überhaupt noch Schaden macht. Ja. Von daher war das wahrscheinlich schon clever. Ist die Frage, ob ich... Ich würde fast riskieren. Nebenbei Stress heilen, ne? Du hast ja auch noch den Stun vom Man-at-Arms. Du darfst jetzt hier nur nicht zu viel Zeit lassen, wenn du, weiß ich nicht, zwei Runden jetzt noch rumtrödelst, dann kriegt der Verstärkung. Oh, aha, okay. Ja, das klingt gut. Die Waffe, ne? Ist vielleicht... Okay, hat jetzt keinen Schaden gemacht, aber... Aber er ist jetzt markt und seine Protection ist Ich würde fast einfach verringert. Mit dem normalen draufkloppen. Ah, alles drauf. Ist das schon hin. Ja, das sollte man schaffen in zwei Runden. Wie viel hat er noch? 5. Das heißt, ich könnte nebenbei auch gucken. Könntest du Evil heilen. Evil heilen, ja. Und mit dem Houndmaster könnte ich sogar noch mal Stress heilen, wenn ich Bock hätte. Oder eher... Könntest du, ja. Also den kriege ich ja jetzt, ich habe ja noch mit Sorg und mit Evil kann ich drauf, ne? Wenn ich jetzt, dann sollte ich eigentlich Stress heilen, ja. So, die gibt einfach aufs Maul. Es läuft ja auch mal. Bücher. Treasures, ich glaube, da war gar nichts bei den Büchern. Kann die, glaube ich, verbrennen, aber das heißt nicht, dass es eine gute Idee ist. Nein, man verbrennt doch keine Bücher. Naja, das war nicht so. Ja, wenn du sie verbrennst, kriegst du 100 Stress. Ach Gott, wie geil. Ja, super. Ansonsten ist das jetzt wieder so eine Geschichte. Ja, komm, dann lass. Ist aber legitim. Lass Bücher verbrennen? Stress bekommen, wenn man Bücher verbrennt. Achso, ja, okay. Igitt. Da hat aber lang keiner mehr geputzt hier im Dungeon, wenn alles voll ist mit Maden. Ja,
Sie kannst Frage, aber alles mal dich ich könnte quasi hier einmal auf alle drauf und die zum Bleeden. Genau, könntest du. Ah, die haben 40 pro Akku. Gut, es geht, ne? 40 pro Ja, du könntest so einfach eine nach der anderen umbringen. 6 macht 6 bis 11. Ich treffe mit dem auch alle, ja. Mhm. Dann könnte ich wahrscheinlich auf die hinteren gehen, weil die anderen ja eher die vorderen treffen. Für die hinteren hast du ein bisschen Artillery noch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die rutschen ja eh. Warum hinterlassen Marten keine Corpses? Keine Ahnung. Aber wenn jeder von denen jetzt eine umbringt, ist es auch einfach egal. Ja. Das ist jetzt das Geile am Surprise, vermutlich auch, ne? Also, ja. Das ist jetzt gelaufen. Oh, ich mag die Stimme. Rune Battle with Corio. Dann sollten wir hier nochmal eine Fackel zünden. Ja, wäre auch gut, wenn wir nochmal einen Scouting-Ping kriegen würden. Ah, ja, den habe ich. Warum sagt sie das jetzt extra? Wollte halt auch mal was Sinnvolles sein. Oh Gott, sieht das eklig aus. Nein, schmuck deinen Vordermann an. Kann ich durch die Spucke eigentlich auch Diseases kriegen? Yep. Oh, okay. So, der da ist. Der macht am meisten Stress, ne? Zwei die hinteren zwei wollen weg, ja. Der hier sieht halt auch immer total eklig aus, aber. Sollen wir das gleich mal draufschmeißen? Ja. Die haben nicht viel Bleed Resistor. Gut, der hier. Ich könnte also einmal. Aber es macht halt nicht viel Schaden. Du sollst die hinteren zwei ausschalten, so schnell wie möglich. Ja. Wenn du keinen Stress kriegen willst, dann musst du die hinteren zwei ausschalten. Die kriege ich eh nicht. Ich muss halt auf einen drauf dann. Gehst du wohl. Da, Fuck PC, danke. Ah, der Hook ist eklig. Haha. Ja, danke für den Stress. Ah, dann hau den zweiten ein. Ja. HP kannst du heilen, Stress ist halt schwieriger. Ja, ich könnte, wenn ich die halbwegs down habe, mit dem Houndmaster noch ein bisschen Stress hier. Genau. So. Der hat halt wieder viel HP. Krieg ich den hier einfach weg? Nee, na, vielleicht. Ich könnte auch den stunnen erstmal, richtig. Aber das... Könntest du tun. Ja, mit dem Rampart, ne? Aber dann. Mhm. Okay, stimmt, dann können wir auch nochmal umpositionieren. Mit Evil wieder vor, wenn es sein muss, aber. Was ich dachte. Hat der. Der hat einen Stun resisted mit 25%. Ja, aber das war eine 100%ige. 25 ist doch. Ein Quark! Der bleedet. Brauche ich solche Bandages nutzen, aber wir haben halt hier noch. Brauchst du nicht. Ja, okay. Will ich healen? Eigentlich könnte ich. Was macht denn das an Schaden? 2 bis 4 ist halt nichts, ne? Das lohnt nicht wirklich. Du kannst den vorziehen, wenn du willst. Das hier? Ja. Ja. Aber ich muss den ja auch down kriegen und mit den beiden kann ich hier vorne besser angreifen. Richtig. Also ist Vorziehen eigentlich auch wieder Quatsch. Macht es Sinn, den zu hexen? Eigentlich schon. Wegen dem Debuff, ne? Ja. Ja, und der ist Mark. Das ist ja für den Hund wieder gut eigentlich. Will ich einfach irgendeinen zerkloppen. Ich krieg den aber auch nicht down. Du kannst doch mal versuchen zu stunnen oder du machst halt einfach Schaden. Auf den zuerst. Wie du willst. Da geht ja jetzt das Markt drauf, gute Chance, ne? Ja, jetzt hast du ganz gute Chancen, den einfach zu killen. Ja, geil. So, jetzt könnte ich aber anfangen, weil der ruft ja keine Verstärkung, richtig? Doch, klar, jeder. Wenn du nur noch einen hast und dann hast du so 2 Runden Zeit, den einen zu killen. Ich nutze den jetzt aber, damit ich wieder vorkomme einfach, ne? Kannst du machen, ja. Ja gut, jetzt habe ich halt alle Corpses zerstört damit. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, so viel Stress haben wir nicht. Ich würde vielleicht heilen.
Und das ist ein Self-Heal, der geht nur auf dich selber. Achso, ja, stimmt, das war ein Scheiße. Der hat noch 5, dann würde ich trotzdem Stress heilen. Mhm. Und du das wie die, wie ich bin. Okay, ich hätte. Na gut, ich hätte ihn eh nicht down gekriegt. Evil heilen. Makeshift Dining Table. Könnte Essen drauf sein. Ja, das heißt, wir könnten da Nahrung kriegen. Was nicht schlecht wäre, weil mit der könnte ich auch nochmal hochheilen dann. Weil wir haben ja noch 12. Ja. Holy Solltest Water du Herbs? Aber den Tisch putzen. Putzen mit Bandages. Mit Herbs. Mit Herbs, okay. Ja, cool. Dann würde ich fast sagen... Ja, jetzt hast du 24 Nahrung, jetzt würde ich mal sagen. Ja, essen die mal alle? Ne? Mhm. Jetzt habe ich halt wieder so viel Nahrung eingekauft, was keinen Sinn macht. Das ist halt das, aber du weißt ja nicht, ob du Glück hast mit dem Provisus. Okay, der will aber nicht. Der hat gerade 4 Portionen gegessen, der mag nicht mehr. Naja. Kannst du nicht einfach vollstopfen bis zum Anschlag. Pile of Bones. Kann man mit Sicherheit mit Holy Water clearen. Bringt mir das was? Weiß ich doch nicht. Wie kommst du auf Holy Water unbedingt jetzt hier? Hauptsächlich, weil es hier steht. Oh. Außerdem, weil es ein Knochenhaufen ist, ein unheiliger. Was ist. Jetzt haben die Kollegen Hunger. Gut, ich weiß nicht, ob was drin ist. Ich zünd noch eine Fackel. Ja, das war mir so klar, ey. Jetzt sind die hinteren zwei wieder weg. Richtig. Geh direkt auf den Typ mit der Trommel. Ja, weil der schlimmer ist. Ja. Ah, Hund! Hund! Außerdem arbeite ich gegen dich schon vergessen. Was? Oh, ist das fies! Nein! Ja, komm! Lüg jetzt nicht! Würde mir nie einfallen. Du kannst den ganz hinten wahrscheinlich ausknipsen. Mit einem zwar, ne? Ja, das Beste sein. Weil die da vorne anzugreifen, bringt mir ja, glaube ich, so viel nicht. So geil sind die nee, nicht. Du willst den Trommeltypen auf jeden Fall kriegen. Ja. Was? Er hat noch ein HP. Wegen so einem drecksfucking Scheißwurm. Also es ist ja schon schlimm, wenn man sagt, da hat jemand Würmer, aber die da, die will glaube ich keiner haben. Jetzt sind die beide gebleitet, das ist doch kacke. Aber ich will... Das wäre jetzt tatsächlich ein Fall, wo du das Hound's Harry benutzen könntest, weil dann stirbt der Typ da hinten ja. Und die anderen zwei Würmer kriegst du nicht. Ist halt... Ah ja, okay, und die blieben, ja. Das... Ja, pullen macht eigentlich keinen Sinn. Ich könnte mal gegenheilen. Hoffe, dass du jetzt keine Blutung kassierst. Ja, das wär's jetzt noch. Die sind so widerlich, dass es mich ankotzt. Und vor allem schnell. Ja. Speed 4, ja, okay. Ich glaube, wir haben hier Speed 3, das ist echt grenzwertig. Ist die Frage, aber eigentlich unbedingt heilen und Stress hier muss ich jetzt nicht mal raushauen in der Runde. Nicht fragen, prügeln. Knüppeln, nicht fragen, knüppeln, okay. Stunstone. Stunstone scheint es eigentlich ganz nett. Mhm. Minus 2 Dodge haben wir hier einen guten Dodge, das geht, ne? Ja, dann könnten wir den eigentlich Sorg reindrücken, ne? Wie ziehe ich den denn rein? Da, sind wir doch. Ja. Ist das jetzt schlecht, weil das rot markiert ist, oder geht das? Jo, es ist 2 schlechter als vorher. Ja, das ist klar. Also. Skeleton-Kähne. Ja. Brauchen wir hier. Okay. Ah. Yeah.
Okay, ich kriege aber hier bei beiden jetzt nicht angezeigt, ob noch ein Room Battle ist, ne? Ich glaube, die Räume sind beide leer. Okay, gut, dann gehen wir erst unten. Nein, warum? Also was willst du da unten? Ach so. Da ist nichts, außer dass du eine Schaufel ausgeben musst. Ja, ich habe nicht gesehen, da... Einfach zurück, also nach oben. Pfeiltaste hoch. Ja, ich habe nicht gesehen, ich habe erst gedacht, das war ein Curio. Nee, das ist nur ein Obstacle ohne alles. Sorry. So, wir haben aber hier noch einen Fight nach dem... Genau. Ja, die Map hätte jetzt auch nochmal gescoutet, glaube ich. Könntest auch nochmal Essen verteilen, theoretisch. Ja. Nur, dass du 4 übrig lässt. So, ne? Oder ist da noch eins? Guck nur, dass du 4 übrig lässt. Ja, okay. In Radiance may we find victory. IG, 3 von den Spastis. Ja, also du willst den Typen mit dem Haken als erstes killen. Den Typen mit dem... Oh, jetzt wird's schwierig. mal gucken. Dann nehmen wir das nochmal, ne? Hilft dir nichts. Ach so, es ist nur... Ah ja, okay. Ja, aber hilft dir nichts. Du hast ja sonst keine vernünftigen Optionen. Ich könnte halt Sorg gleich gegenheilen, aber das ist... Das ist eh der letzte Battle, also... Ja. Nächste. Okay, cool. Will ich den halt killen, dann habe ich halt noch 2, die Schaden machen, ne? Ja. Und der Crit ist auch geil. Mehr Schaden. Du musst da eigentlich einen gekillt kriegen. Boah, ist das gut. Houndmaster eigentlich auch. Ja, ich könnte halt nochmal, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Stress 11. Und der hielt halt nur 4, also ist, glaube ich, eh egal, ne? Kannst du machen. Musst du wissen. Ach, du musst uns jetzt noch eine reintun, du Drecksgesicht, du Dummes. Das ist halt der Zufallsfaktor, ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo du einen Crit gefressen hast, war es okay. Oh. Ja, und jetzt haben wir es natürlich noch dafür. Deswegen spielt man nicht mit seinem Essen. Ja, da ist vielleicht was dran. Remind yourself that overconfidence. Bandages wegschmeißen oder Bandages zugeben. Langsam bandagiert oder Prügel. Ja. So, ja, dann müssen wir eh da rein, weil. Raum und so. Ich hoffe, da ist jetzt wirklich leer. Aber. Okay. Ja. Ja, gut, da wir eh nichts mehr haben, war es das, ne? Genau. Ist doch dieses Mal gar nicht so schlecht gelaufen. Und du hast keiner gestorben. Es ist keiner gestorben. Chloe. Das müssen wir beim nächsten Mal ändern. Was? Was hast du da gesagt? Nichts. Warum? Ich hab's gehört. Ich kann's nachgucken. So, okay. Wir müssen die Sache doch spannend machen. Ja, so viel Geld ist jetzt nicht bei rumgekommen, ne? Nee, überhaupt nicht. Das ist ein bisschen... Okay, was haben wir hier? Behaupte mal, wir sind mit weniger da raus, als wir rein. Oh, das ist sehr gut. HP kommen wir eigentlich selten in Gelegenheit. Oh, das ist geil, oder? Plus 4 Speed in der ersten Runde. Mhm. Ist gar nicht so schlecht. Das gleiche nochmal. Ja. Ist eigentlich gut für dich, wenn alle. Plus 20 Healing Skills, weil. Ja. Mhm. Aber eigentlich für dich ist es gerade gut, wenn alle nochmal aufdrehen, wenn sie kurz vorm Abnippeln sind. Ja, kann man so sagen. Hey. Okay. Die haben auch schön Stress abgebaut. Met at the bridge by a crowd. Caretaker crowds. Supply cost minus 50. Oh, und Provision cost geht runter. Das ist eigentlich dann gut für den nächsten Run, ne? Könnte es so sein, ja. Ja. Okay. Das hat sich ja eigentlich ganz gut gelohnt. So, Stress abgebaut haben wir auch. Mazaru ist wieder da. Nigoya ist wieder da. Eliawald geht's wieder gut. Und Evil hat Level 2 gekriegt. Nice, das ist doch gut. Und Björn hat seine Seuche Route, ja. Schön. Haben wir irgendwas an neuen Menschenkindern? Ich guck noch mal kurz rein. Wir könnten uns einen Chester holen. Sorry, ich mag Chester einfach, aber ich guck mal, was der... Was? Fasziniert von Leichen? Ja.
Was passiert denn dann da? Naja, er wird die Finger von nichts lassen, was tot ist und in irgendwelchen Dungeons rumliegt. Oh, okay. Oh. Das ist hässlich. Mhm. Oh Mann. Okay, der Junge ist eigentlich zum Tod verdammt, oder? Also. Ja. Also, den Offguard müsstest du, glaube ich, erstmal wegkriegen, weil der echt wirklich scheußlich ist. Richtig kacke, ja. Haben wir einen Aberlest eigentlich sonst noch? Nee, einen Aberlest haben wir noch nicht. Haben wir nicht. Na gut, das haben wir eigentlich eh selten. Das ist egal. Natural Eye ist Crit. Accuracy ja, Ranged bei Ranged Skills eigentlich dann nicht schlecht. Die würde ich einstellen. Ja. Sollen wir den mal noch mitnehmen? Ja, wenn du willst. Okay. Dann mach mal den Einer wie draus noch. Was? Einer wie. Einer wie keiner. Nein, Einer wie heißt er. Einfach zusammenschreiben. Genau. Das gibt jetzt der Einer wie. Okay, so, der ist jetzt mit dabei. Den müssen wir hier noch rüberziehen. Shoot. Der ist eine Sie, aber egal. Ja, der, die, das. Den Chester hätte ich echt gern mitgenommen, aber das wird nix. Haben wir noch einen zweiten Houndmaster? Wir haben PC und... Nee, haben wir nicht. Wer vielleicht noch? Stress Eater. Was? 100 Food Consumed? Prozent. Ach so. Prozent. Aber der, wie ist das gemeint? Der frisst dann alles? Wenn Foodping ist, braucht der nicht ein Food, sondern zwei. Also. Und wenn du dem Essen geben willst, isst er nicht eins, okay, sondern zwei. Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Nee, es gibt deutlich schlechteres. Ja. Skills sind auch gut, also das kann man so. Kann man durchaus, könnte man durchaus aufnehmen. Sollen wir den noch mitnehmen? Wenn du das sagst. Ich hätte ja gerne noch eine Antiquarian gehabt, aber wir haben halt keine. Ja, die hätte ich auch noch gerne gehabt. Dann machen wir da vielleicht den Seestern draus. Ich hätte jetzt gerne Gnazelle auch einen Charakter gegeben, aber der wollte ja unbedingt, wenn es geht, einen Abomination haben. Das heißt, irgendwann werden wir vielleicht den auch nochmal mitnehmen. Nun ja. Ja, da reden wir noch drüber, ne? And his faithful beast. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das könnte passieren. Das könnte passieren, das wird vermutlich auch passieren. Nämlich dann. Bis dann. Ciao.